euch ja gefragt, ob euch ein DVD-Haul interessieren würde. Und ich weiß jetzt natürlich noch nicht, ob es euch interessiert oder nicht, aber ich drehe es jetzt einfach mal ab, weil ich schon hier stehe und sie sowieso rausgeholt hatte. Und ja, das war alles aus dem ersten Halbjahr von 2019. Das heißt, ich habe sie nach und nach gekauft und nicht alles auf einmal natürlich. Das erste, was ich mir zugelegt habe, war im Februar. Und ihr werdet mich auslachen, denn ich habe ganz viele Merchandise-Sachen, wie zum Beispiel dieses T-Shirt, aber bisher noch keine einzige DVD davon gehabt. Es war nämlich Game of Thrones, die erste Staffel habe ich mir endlich zugelegt. Ich hatte einfach einen Gutschein und ich wusste nicht, wofür ich es ausgeben wollte. Ich wollte erst ein Buch kaufen, aber es gab es dann da nicht, wo ich den Gutschein für hatte. Und dann bin ich darüber gestolpert und dachte mir, eigentlich ist es keine schlechte Idee, mir Game of Thrones zu holen. Das war noch bevor die Serie geendet ist und bevor ich wusste, was für ein blödes Ende die Serie haben wird. Aber ich werde mir trotzdem alles zulegen, weil das halt einfach eine gute Serie ist. Auch wenn das Ende nicht so toll ist, ist es ja bis dahin trotzdem die meiste Zeit, die Hälfte der Zeit zumindest, echt gut. Von daher bin ich froh, das endlich auch zu haben. Ich glaube, zu Game of Thrones muss man auch eigentlich nichts mehr sagen. Ansonsten verlinke ich wie immer alles in der Infobox. Dann könnt ihr da mal nachgucken, falls ihr keine Ahnung haben solltet, worum es in Game of Thrones geht. Dann einen Schritt vorwärts zu eigentlich der aktuellen Zeit, zu Mai und Juni. Zwischendurch habe ich scheinbar keine DVDs gekauft. Ich kaufe das ja auch nicht tagtäglich. Auf jeden Fall habe ich im Mai und im Juni einige Zeit in der Altstadt verbracht bei uns in Bielefeld. Liegt daran, dass ich ein paar Mal beim Arzt war, der halt da um die Ecke liegt. Und ja, deswegen dann immer nach dem Arzt in die Altstadt gegangen bin zum Oxfam, der da ist. Und mal geguckt habe, was die so da haben. Ich habe nie ein Buch gefunden, obwohl nie ist falsch. Ich habe schon Bücher gefunden, aber die wollte ich jetzt nicht so dringend haben, sodass ich kein Buch gekauft habe. Aber ich habe jeweils immer DVDs gefunden. Zum einen beim ersten Mal im Mai habe ich mir Golden Girls gekauft. Das ist jetzt Staffel Nummer 7. Dann habe ich hier Staffel Nummer 2 und 3. Nein, 6. 6. Ich weiß nicht, warum gerade die da waren, also 2 und 6 und 7, aber sie waren da. Ich hatte noch nichts von den Golden Girls. Ich liebe die Golden Girls und gucke das immer wieder mal gerne, genau wie die Nanny und so. Deswegen lege ich mir das gerne zu, damit ich sie auch immer gucken kann, wann ich es möchte. Natürlich muss ich jetzt noch die restlichen Staffeln dazu kaufen, also 1 und Staffel 3 bis 5. Ich glaube, 7 ist tatsächlich die letzte. Und ja, aber irgendwann wird das schon. Ich habe das tatsächlich noch nicht ausprobiert. Es sind alle natürlich gebraucht. Ich habe sie alle jeweils für 1,50 Euro im Angebot sogar gekauft. Die haben mal 3 Euro, glaube ich, gekostet, sieht man hier. Und dann haben sie sie reduziert auf 1,50 Euro das Stück, weil sie wahrscheinlich nicht losgeworden sind. Wäre ich mal früher hingegangen, vielleicht hätte ich mehr Staffeln gefunden. Aber naja, ich bin froh, das gefunden zu haben für den Preis. Ich habe sie, wie gesagt, nicht ausprobiert. Ich habe sie, glaube ich, nicht mal angeguckt, die CDs, was ein Fehler ist. Ich hätte das mal tun sollen, aber ich war geblendet von 1,50 Euro pro Staffel. Dann ein anderes Mal im Oxfam habe ich mir Merida zugelegt. Für 3 Euro habe ich mir den Film gekauft. Ist immer noch sehr günstig. Und da sowieso die Erlöse alle gespendet werden bei Oxfam, kann ich auch 3 Euro für einen Film ausgeben, obwohl ich vorher nur 1,50 Euro für eine ganze Serienstaffel ausgegeben habe. Aber egal. Ich glaube, worum es in Merida geht, weiß man eigentlich. Es ist ein bekannter Film. Es geht um Mutter-Kind-Liebe und darum, dass man ja, die Entscheidungen von anderen Leuten akzeptieren muss. Und das ist echt ein guter Film. Es ist nicht mein Lieblings-Pixar-Film, aber ich bin froh, ihn hier zu haben und ihn ab und zu mal gucken zu können. Wisst ihr übrigens, worum es in Golden Girls geht? Es ist eine sehr alte Serie aus den 80ern. Vielleicht sogar noch früher, ich weiß es nicht. Also die Serie gab es schon, als ich noch nicht geboren wurde. Es geht auf jeden Fall um diese 4 älteren Damen, die zusammen alle in Miami wohnen. Es ist eine WG, obwohl die älteste Dame die Mutter von dieser hier ist. Also die zweite von rechts, von der hier. Aber sonst sind die halt nicht miteinander verwandt. Die sind halt einfach nur eine WG. Und das ist halt so eine Comedy-Serie, dass die älteren Damen von heute mit den neuesten Leben irgendwie klarkommen müssen und zusammen irgendwie durch ihre verschiedenen Persönlichkeiten auch irgendwie manchmal Probleme haben. Die Älteste, die Mutter zum Beispiel, die hat einen derben Humor und sagt auch einfach, was sie denkt, ohne drüber nachzudenken, ohne Filter dazwischen. Und das bringt sie manchmal ein bisschen in Bedrängnis. Ich mag die Serie unheimlich gerne, falls ihr sowas mögt wie Nanny und so.
Guckt auch da mal vorbei. Dann habe ich gesehen, dass es eine Aktion gab. Und zwar gab es, wenn man drei mindestens DVDs kauft, kriegt man jedes ab 6,99. Und dann dachte ich mir, schlage ich mal zu. Die Auswahl war nicht mehr so groß, ich kam spät. Aber ich wollte mir diese Klassiker sowieso zulegen. Und zwar sind das Disney-Klassiker. Klassiker Nummer 27, Ariel, mein absoluter Lieblingsfilm als Kind gewesen und ich liebe ihn immer noch. Auch wenn ich weiß, dass er jetzt nicht die beste Storyline hat, die so ein Disney-Film haben kann, aber ich liebe ihn einfach. Was man als Kind geliebt hat, irgendwie behält man das für immer, glaube ich, weil es auch Kindheitserinnerungen sind. Dann Film Nummer 30, Aladdin. Muss ich sagen, war nicht so der häufigste Film, den ich als Kind gesehen habe. Es war eher Aladdin 3. Wo sein Vater drin vorkam. Der ist der Film, den ich von Aladdin im Kopf habe. Wenn ich an Aladdin denke, denke ich an diesen dritten Film, weil wir den ganz oft gesehen hatten, weil meine Nichten den auf VHS damals hatten. Und ja, aber der ist auch wirklich sehr gut. Und Klassiker Nummer 31, Der König der Löwen. Ich glaube, über König der Löwen muss man nichts sagen. Nur, dass ich den als Kind nie gesehen hatte. Ich habe den zum ersten Mal mit Anfang 20 gesehen. Und das auch nur, weil meine beste Freundin damals gesagt hatte, wie kannst du den noch nie geguckt haben? Es war ihr Lieblings-Disney-Film. Sie hat gesagt, du musst den jetzt mit mir gucken. Und wir haben ihn zusammen geguckt. Und der ist wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, warum ich den bis dahin nie gesehen hatte. Aber ja, Disney-Klassiker sind allgemein irgendwie alle auf ihre eigene Art und Weise sehr gut. Und ich bin froh, dass ich wenigstens die drei jetzt habe. Ich muss noch ganz viel nachholen, aber die drei immerhin schon mal. Und Ariel, noch sehr was Kontroverses, hat ja zwei verschiedene Synchronfassungen und auf dieser DVD sind auch beide drauf. Ich habe eine kontroverse Meinung, weil ich die neuere Synchronfassung besser finde, obwohl die meisten die ältere besser finden. Liegt schlicht und ergreifend bei mir einfach daran, dass ich damit aufgewachsen bin. Ich kenne nur diese Synchronfassung. Also jetzt kenne ich auch die andere, aber ich kannte sie meinen größten Teil des meines Lebens gar nicht. Und deswegen liebe ich natürlich die Synchronfassung, die ich kennengelernt habe als Kind. Und ich finde es immer schade oder blöd, auch wenn es Freunde von mir sind, die sagen, ach, die neueste ist so schrecklich und man kann sie gar nicht mögen, die ist von Grund aus schrecklich. Und ich sage dann immer, doch, ich mag sie. Das ist meine liebere Fassung, weil ich sie aus meiner Kindheit kenne. Du kannst nicht sagen, man kann sie gar nicht mögen, weil ich mag sie halt. Es ist irgendwie blöd, die eigene Meinung irgendwie so in Frage gestellt zu bekommen. Aber ich kann natürlich verstehen, warum die meisten Leute deswegen nicht so gut dieser Synchronfassung gegenüberstehen, wegen ja, deren Erinnerung halt. Und das Letzte, das ich mir zugelegt habe, sind die ersten beiden Staffeln einer Serie gewesen. Ich wusste gar nicht, ob die dritte noch irgendwann kommt, aber die ist scheinbar irgendwann mal rausgekommen. Auf Deutsch noch nicht, aber auf Englisch gibt es die schon. Und zwar ist das die Serie Humans. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich habe jetzt Staffel 1 und 2. Das ist auch ein Remake, glaube ich, von einer skandinavischen Serie, aber ich kenne nur diese Fassung, das ist eine britische Serie. Es geht um eine Welt, wo eine Art Roboter existieren, die halt menschliche Züge haben und wie Menschen aussehen und so. Und auch, also einfach benutzt werden jetzt von Menschen, um alles zu erledigen, was die Menschen nicht mögen. Also jeder Mensch kann in seine eigene Familie einen Roboter reinbringen, der halt quasi Haushaltsroboter ist. Es gibt Sexarbeiter-Roboter. Es gibt Roboter, die halt am Fließband in der Fabrik arbeiten. Also menschlich aussehende Roboter, die das machen. Und ja, durch irgendeinen Hacker, ich weiß nicht mehr genau was, fangen teilweise Roboter an, mir fällt das deutsche Wort echt nicht ein, conscious heißt das englische Wort, eine Persönlichkeit zu entwickeln, also einfach menschlich zu werden, nicht nur seelenlose Sklaven zu sein. Und das bringt natürlich die Gesellschaft durcheinander. Ich habe das mir bestellt, weil das ja für meine Masterarbeit wichtig ist. Ich werde ungefähr über ein ähnliches Thema schreiben und ich will das als Referenz heranziehen, wie es sein könnte, diese ganzen Szenen als Referenz nehmen. Und deswegen muss ich das natürlich nochmal gucken. Und ja, es gibt das weder auf Netflix noch auf Amazon Prime oder so. Von daher hatte ich nur diese Option und es wird Zeit, dass ich endlich mal mit meiner Masterarbeit in Gang komme, mit meinem blöden Prokrastinationsding. Und ja,
Deswegen habe ich es mir zugelegt, die ersten beiden Staffeln. Ich weiß nicht genau, ob ich die zweite unbedingt brauchen werde, aber als Backup ist das natürlich nicht schlecht. Und das war's. Ja, was denkt ihr darüber? Braucht man heutzutage eigentlich noch DVDs? Vor allem, was ist, wenn ihr irgendwas nicht findet, was ihr sehen wollt, wie ich jetzt mit der letzten Serie? Es gibt es nicht auf Netflix, nicht auf Amazon Prime. Okay, vielleicht doch, wenn ihr Geld ausgibt. Aber ich habe es mal ausgerechnet, wenn ich es auf Amazon Prime gekauft hätte, die Serie, hätte ich letztendlich mehr für eine Staffel bezahlt, also wesentlich mehr, als ich das auf DVD gemacht habe. Ich habe die erste Staffel für 9,99 glaube ich, gekauft und die zweite Staffel für 8,99. Genau. Und wenn ich jede Folge einzeln gekauft hätte oder auch nur die gesamte Staffel zusammen digital auf Amazon Prime, hätte ich mindestens 15 Euro bezahlt. Also ich hätte mehr bezahlt für weniger, weil ich ja das nicht physisch zu Hause gehabt hätte. Das finde ich ein bisschen befremdlich, aber naja, so ist das halt manchmal. Und deswegen kaufe ich mir immer noch DVDs, weil es ja immer sein kann, dass man das, was man sehen will oder gerne mag, nirgendwo findet, gestreamt oder so. Von daher, ja. Schreibt mir eure Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.